Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute hier im Studio ist der Clint. Nein. Wieso sage ich eigentlich Clint zu dir? Ich weiß auch nicht. Du siehst ja fast aus wie der Clint, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich kann so nicht arbeiten. Nee, recht. Es wäre geil, wenn mal Profis irgendwie im Studio wären. Ne? Das wäre mal schön. Ja. Nee, das ist natürlich der Gonzales von Gonzales und Clint. Ja? So sieht der auch. YouTube-Kanal, den könnt ihr jetzt mal abchecken, Gonzales und Clint. Mhm. Und wir haben heute den 31. August. Und am 31. August hat auch jemand Geburtstag? Man mag es kaum glauben. Ja, es gibt jemanden, der hat da Geburtstag. Wer hat Geburtstag? Ja, den kennt wahrscheinlich jeder. Edwin Moses. Kennst du den? Nein. Ja, super. Ich habe gerade gedacht, eigentlich vor deiner Zeit eigentlich gewesen. Ja, der Junge ist auch 1955 geboren, da bin ich aber raus. Ja, aber ich meine, du musst ihn ja nicht von Geburt an kennen. Ja, ich... Wann hat er seinen Erfolg gehabt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja. Der ist nämlich über 10 Jahre lang im 400 Meter Hürdenlauf umgeschlagen. Hier, guck mal, wie schön er darüber springt. Ja. Also mit so einem Muskeln da, guck dir die Beinmuskeln an. Das war voller Brecher. Alter Schwede, Maschine. LA84, sage ich nur. Ja. Und das war zwischen 1977 und 1987. Selbst da war ich noch nicht mal da. Ja, aber man kann doch so ein bisschen Sportgeschichte auch sich später auf die Platte schaffen. Ja, aber doch. Du weißt ja auch, dass der Beam irgendwie 100.000 Jahre lang den Weitsprung-Weltrekord gehalten hat. Ja, wenn du das so oder dass Deutschland 1974 Weltmeister geworden ist im Fußball. Ja, ich bin ja auch Deutscher. Ich bin ja kein Edwin Moses hier aus US-Amerika. Ja. Das stimmt. Ja. Edwin Moses bist du nicht, da hast du recht. Nee, ich komme auch nicht aus Ohio. Ja, da ist er übrigens geboren wurde. Ja, ja, genau. Und am 31. August 1994, da sind die letzten sowjetischen Streitkräfte aus Berlin abgezogen. Ach was? Ja, das war heute sozusagen, 1994 ist es passiert. Donnerwetter. Donnerwetter. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja. Und was war noch am 31. August? Da ist mal wieder ein Nationalfeiertag und zwar in Kirgistan. Kirgistan! Ja. Ne, sieht man sofort, die Flagge ist auch Kirgistan, ja. Hättest du vorher gewusst? Nein. Nein, absolut nicht. Nee. Kirgistan ist nicht auf der Fahne, ne? Und zwar ist der Unabhängigkeitstag. Ja, genau. Und deswegen 1991, also der Unabhängigkeitstag von Kirgistan ist heute. Ja. Aber 1991 hat Usbekistan, sehen wir auch hier. Ah, die Kollegen, ja. Und Kirgistan wurden abhängig. Abhängig. Unabhängig natürlich. Ja. Und unabhängig. Das ist alles heute gewesen. Ja? Mhm. Am 31. August 1991 war das. Siehst du. Und seitdem feiern die den Unabhängigkeitstag. Siehst du, das Knaller. Gute Stimmung. Ja. Jetzt müsst ihr auf den Kanal von Gonzales und Clint gehen. Ja? Gute Idee. Gonzales, Clint ist der andere. Und da könnt ihr mal gucken, was die so machen. Ah, das wird euch aber überraschen. Ja, Let's Play ist da angesagt. Ja. Ja. Ich sage an dieser Stelle Cheerio, Miss Sophie. Morgen haben wir Clint in der Sendung. Der wird euch auch überraschen. Knaller, sage ich jetzt schon. Wird bestimmt gut. Auf Wiedersehen.